Was wir jetzt brauchen, sind unsere Träume, aber die Forschung kann eigentlich nicht mehr viel helfen, weil die Forschung braucht immer Jahrzehnte und Jahrzehnte haben wir keine Zeit mehr. Aber ich fange mal von vorne an. Ihr wisst ja sicherlich alle von der Klimakatastrophe. 1,5 Grad ist das Ziel, klingt noch wenig. Ist aber global gesehen ein richtiges Problem. Ihr wisst wahrscheinlich auch, und wenn nicht, dann schaut euch einfach den IPCC an, irgendeine Zusammenfassung. Ich werde euch was verlinken. Von Kipppunkten, die eben erreicht werden können, wenn wir zum Beispiel 1,5 Grad erreichen. Also das ist so diese magische Zone, die wir nicht überschreiten sollten. Weil dann halt Kettenreaktionen in Gang gesetzt werden und so weiter. Und dann können wir das Ganze nicht mehr kontrollieren. Und Fakt ist auch, dass das Ganze schon noch dieses Jahrzehnt wahrscheinlich erreicht wird. 1,5 Grad. Schaffen wir. Und das sind wir echt gut. Ne? Also klar, wir machen irgendwas mit erneuerbaren Energien und so. Aber wir machen halt auch irgendwas mit Wirtschaftswachstum und mit Aufrüstung. Und deshalb reichen unsere Anstrengungen nicht. Und deshalb wird es schon in 10 Jahren ein Problem geben. Also wir haben eigentlich jetzt schon natürlich Probleme, ja, die Katastrophen und so weiter, aber das ist ja alles für uns im globalen Norden noch in einem überschaubaren Rahmen. Und dieser überschaubare Rahmen, der wird dann halt nicht mehr überschaubar sein. Und was hat es zur Folge? Für uns persönlich, für unsere Zukunft. Weil man konnte sich immer mal wieder fragen, wo siehst du dich in 10 Jahren? Wo siehst du dich in 30 Jahren? Oder was ist, wenn du jetzt schon älter bist? Vielleicht irgendwelche anderen Menschen oder Lebewesen, die dir wichtig sind. Wie werden die in 50 Jahren leben? Und das sieht halt nicht so gut aus. Es gibt drei mögliche Szenarien. Toll, jetzt geht die Sonne unter. Irgendwann ist sie noch im Gesicht. Drei mögliche Szenarien, die ich jetzt mal skizziere, einfach anhand von dem IPCC. Ja? Erstes Szenario, wir handeln jetzt. Das ist das beste Szenario und wir tun nicht. Also sagen wir mal in 2 Jahren. Wir handeln in 2 Jahren und sagen, wir reduzieren drastisch unseren Energieverbrauch, damit wir die globale Erwärmung stoppen. Und dann müssen wir halt auch sagen, das ist jetzt wichtig, nicht so wie bisher. Wir haben gerade andere Probleme, weil diese ganzen anderen Probleme kommen immer dazwischen. Und dann, naja, wir sehen ja, wo wir da landen. Das ist das erste Szenario. Das zweite ist, wir handeln jetzt nicht, sondern erst, wenn es wirklich schlimm wird. Und es könnte zum Beispiel 2030 ungefähr um den Dreh passieren, weil dann eben, wie gesagt, könnten Kipppunkte erreicht werden und dann könnten wir anfangen, Panik zu schieben. Dann können wir auf einmal sehen, okay. Der komplette Amazonas-Regenwald wird zur Savanne, kann kein CO2 mehr speichern. Wir sind am Arsch. Und jetzt müssen wir handeln. Wir haben noch ein bisschen Optionen dann, wenn wir das erst 2030 machen, wenn wir dann erst anfangen, also mehr machen, als wir jetzt machen. Aber die Optionen sind dann wenige. Weniger, als wir jetzt haben. Dementsprechend könnten wir dann die globale Erwärmung noch auf vielleicht 2, 3 Grad begrenzen. Was halt schon ziemlich scheiße wäre, wenn man sich mal vergegenwärtigt, die Eiszeit, also als wir hier, wo wir jetzt leben, Eiszeit hatten, da hatten wir global 3, 4 Grad weniger als jetzt. Also 1,5 Grad ist nicht wenig, global gesehen. Joa. Heißt, wir könnten dann noch handeln und bis dahin können wir so weitermachen wie bisher. Und danach machen wir drastische Einschnitte. Oder wir handeln halt auch dann immer noch nicht, weil wir müssten halt eigentlich global handeln. Und das ist das große Problem. Es gibt global halt eher Spannungen, Konflikte, Kriege und keine Zusammenarbeit. Und wie sollen wir das schaffen? Naja, irgendwie müssen wir es schaffen. Aber es könnte halt sein, dass wir es bis dahin nicht schaffen. Und dass wir dann auch sagen, okay, wir handeln vielleicht mit anderen Ländern gemeinsam, aber nicht global. So
werden wir das eben das ganze Problem nicht in den Griff kriegen, vor allem nicht sozial. Dann werden halt die Ärmsten, vor allem die ärmsten Länder, aber auch die armen Menschen in jedem Land am meisten leiden. Und dann verbrennen wir halt vielleicht noch umso mehr, kann ja auch sein, weil wir sagen, wir müssen irgendwie unseren Lebensstandard halten, zumindest den Lebensstandard der reichen Leute, und verbrennen noch mehr. Und ab dem Zeitpunkt haben wir bis Ende des Jahrhunderts richtig verkackt, weil über 3 oder 4 Grad bedroht unsere ganze Zivilisation. Und also schon 2050 könnten wir Milliarden von Flüchtlingsströmen haben, also Milliarden Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben werden. Naja, und Kriege und Hungersnöte befördern halt Kriege, wie wir es auch in Syrien gesehen haben. Oder halt auch Bürgerkriege. Und das wird dann halt immer schwieriger, global zusammenzuarbeiten dadurch. Und diese Probleme, die werden uns im globalen Norden am meisten wahrscheinlich stören. Also natürlich auch irgendwie Ernteausfälle, weil wir sind ja schon irgendwie durch die Globalisierung abhängig von anderen Ländern. Und einfach zusammenbrechende Lieferketten. Aber vor allem wird uns betreffen die Inflation. Also Lebensmittel wird man sich nicht mehr überleisten können. Dann, wann ist das? Ich kann jetzt kein Datum sagen, ja. Aber es wird halt irgendwann so sein. In Jahrzehnten. Und das könnten wir schon noch miterleben. Dann wird es halt einfach immer mehr Armut geben und die Reichen werden gleichzeitig trotzdem reicher, natürlich. Was denkt ihr denn? Die werden sich halt auch so, solange es geht, vor den Folgen schützen können. Von den ganzen Katastrophen. Die werden natürlich wegziehen aus den Überflutungsgebieten und so. Guck mal, da hinten, da sieht es schön aus, ne? Im Hintergrund. Schön. Naja, und es wird dann halt auch irgendwann nicht mehr schön sein, wenn der Wald abfackelt. Also das kann auch dauern, weiß ich nicht. Kann halt immer passieren, aber ist jetzt nicht so, dass alles auf einmal abfackelt. Nee, also mit den Waldbränden und den Dürren und dem ganzen, weiß ich nicht, Hitzetoten, Überflutung, das haben wir dann zwar auch, aber nicht so, dass alles zusammenbricht. Zusammenbrechen wird es wahrscheinlich eher aufgrund von Unruhen, aufgrund von Armut, aufgrund von, ja. Auch aufgrund von Flüchtlingsströmen, die wir nicht handeln können. Also die vielleicht auch wir nicht handeln wollen, weil es gibt immer dann diejenigen, die sagen, nö, wir müssen jetzt an uns denken und ihr geht bitte sterben. Ist jetzt nicht ganz so nett, aber ja. Ich weiß, ich mache Witze. Vielleicht ist es halt einfach manchmal mit Witzen besser, das zu vermitteln. Das sind die 3 Szenarien, ja? Und es könnte schon Mitte unseres Jahrhunderts zu Zusammenbrechen von ganzen Regierungen führen, wie wir es ja auch in Syrien zum Beispiel sehen, und zu weiteren Konflikten. Das werden wir bestimmt noch miterleben. Und ja, je weiter, je länger wir warten, umso mehr wird uns dann irgendwann der Wandel aufgezwungen und er wird dann weniger kontrolliert ablaufen und weniger schön. Dementsprechend habe ich mich gefragt, welchen Sinn macht das dann jetzt, weiter Klartraumforschung zu betreiben, wenn wir überhaupt nicht absehen können, dass das in ein paar Jahren dazu führt, dass die Leute mehr klarträumen und vielleicht durch mehr Klarträumen bessere Menschen werden, die zum Beispiel reflektierter sind und empathischer, was ja auch nicht unbedingt gegeben ist, aber vielleicht könnte es eine Tendenz geben. Egal, es ist eh zu spät. Also für diejenigen, die jetzt Klarträumen können, die können das natürlich nutzen. Wir werden ja uns nicht nur um die Krisen, Katastrophen und so weiter kümmern müssen. Wir wollen uns ja auch nicht immer nur um das Negative kümmern. Ich kletter mal ein klein bisschen weiter, ne? Beim Reden. Damit wir noch ein klein bisschen von der Sonne abkriegen. So, da unten ist die Erde. Oh, sieht man nicht. Ja, es ist halt. Ich will einfach nur das Handy nicht verlieren. Das ist das Einzige, was mich interessiert in diesem Moment. Noch nicht mal mein eigenes Leben, nur das Handy. Wir müssen uns natürlich auch um unsere Gesundheit kümmern. Gesundheit kümmern. Körperliche Gesundheit, mentale Gesundheit. Und dazu gehört auch unsere Träume ernst zu nehmen und auf unsere Träume zu hören, unsere Emotionen. Ja, wahrzunehmen einfach, da helfen die Träume ja dabei.
vielleicht auch kreative Lösungen für irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht, aber ich glaube jetzt weniger daran, dass uns im Traum die Lösung einfällt, wie wir die ganze Scheiße aus der Atmosphäre kriegen. Ich meine, da gibt es zwar schon Ideen dazu, aber die lassen sich ja nicht in großem Maßstab realisieren. Wenn man die Fabriken dafür bauen will, dann hat man schon das ganze CO2 wieder verbraucht zur Betonherstellung. Ich weiß auch nicht. Das ist halt einfach so eine Idee von den Leuten. Keine Ahnung. Die wollen halt immer irgendwie so was mit Sci-Fi. Also es ist halt Sci-Fi, muss man sagen. Ja. Die Natur, die tut mir leid. Man kann ja jetzt auch sagen, okay, ist halt alles am Arsch, dann machen wir halt jetzt, dann feiern wir jetzt Party. Wir können jetzt noch, solange es geht. Und dann müssen wir halt wirklich diejenigen, die jetzt drunter leiden, können wir jetzt auch nicht viel machen, ne? Schicken wir vielleicht ein bisschen Geld in Flut. Wie heißt das? Fluthilfe oder so? Fluthilfe. Das klingt irgendwie ein bisschen falsch. Aber wenn wir ein bisschen Party machen, bis alles zu Ende ist, warum nicht? Das ist halt richtig egoistisch gedacht und vor allem, man kann immer was tun. Es ist nicht so, dass man an irgendeinem Zeitpunkt sagen kann, egal was wir tun, wir haben verloren. Wir haben zwar dann vielleicht irgendwann verloren, aber es macht immer einen Unterschied. Man kann sich immer sozial verhalten, man kann sich immer noch um seine mentale Gesundheit kümmern oder um die von seinen Mitwesen, die einem vielleicht wichtig sind, ich weiß nicht. Scheint ja nicht unbedingt bei vielen der Fall zu sein, aber ich denke mal, einige, die diese Videos gucken, bei denen ist es dann schon so. Ja, und ansonsten würde ich mal vorschlagen, einfach, weil die Zeit ist, ich fall runter, Hilfe! Nein, der Scherz. Es ist schon viel Zeit vergangen, deswegen müssen wir jetzt zur Lösung kommen. Hört auf mit eurem Scheißjob. Ihr müsst kündigen. Nee, also klar, man braucht Geld und so, aber wenn es nur geht, kümmert euch nicht um eure Karriere, vor allem nicht um eure Rente, die es wahrscheinlich nicht mehr geben wird. Also es wird ja mindestens in 30 Jahren keine Rente mehr geben. Entweder wird es einfach so viel Armut geben und zusammenbrechen von, also sagen wir mal, zumindest von globalen Ketten und sowas, dass wir, dann wird es, die Leute werden sich halt mehr auf die Kontrolle der Bevölkerung, auf Kriege und so weiter konzentrieren. Ja, mit diesen ganzen, und Stutzen Unternehmen retten und sowas, das machen die auch jetzt immer. Also es wird schwieriger damit zu rechnen, dass wir plötzlich Sozialpolitik haben, wo wir dann sagen, okay, ja klar, Rente. Kriegt ihr mehr als bisher. Auf jeden Fall. Ne? Also ich weiß nicht, ich rechne nicht mit einer Rente. Und es ist mir auch scheißegal. Ich weiß auch nicht, ob ich bis dahin noch lebe. Vielleicht gibt es ein Rentenalter von 90. Oder halt von gar nicht. Rentenalter von gar nicht. Oder man kriegt halt Rente von 100 Euro. So. Ja, und Karriere, was bringt? Und auch Geldanlage oder sowas. Kann man vielleicht ein bisschen sich ein Polster schaffen, aber was bringt? Was bringt euch eine scheiß Geldanlage? Denkt doch mal drüber nach. Was bringt euch eine Karriere? Das bringt nichts. Das hat sowieso noch nie was gebracht, weil man nie weiß, wie die Zukunft wird und wie alt man wird und so. Und weil es sowieso alles auf Ausbeutung basiert, also wenn man da irgendwie in Kapitalmärkte und so weiter investiert, in großem Stil und so weiter. Aber ja, und denkt einfach drüber nach. Ich sag ja nicht, was ihr tun sollt, aber tut das jetzt. Also lasst das jetzt, meine ich. Hört auf, das zu tun. Es geht vor allem darum, weniger zu tun. Weniger energieintensiv zu leben. Ja, dieses energieintensive Leben, das war schon immer ein Problem. Vor allem halt für andere Menschen, die wir damit ausgebeutet haben seit der Kolonialisierung. Und die hat ja nicht aufgehört. Die hat jetzt nur andere Formen angenommen. Das ist jetzt ein bisschen vertuschter und ein bisschen geschminkter, aber es ist immer noch Ausbeutung. Und natürlich halt die Ausbeutung anderer Spezies und die Vernichtung anderer Spezies. Also bitte plant-based diet, hört auf Fleisch zu essen, hört auf Milchkühe zu vergewaltigen, also vergewaltigen zu lassen in eurem Auftrag und so Sachen. Es muss nicht sein. Denkt doch mal an die Tiere, denkt doch mal an die Kinder. Aber ihr könnt auch an euch selber denken, weil jetzt leben wir in the age of consequences. Zumindest diejenigen, die nicht richtig reich sind, die spüren dann halt innerhalb der nächsten, wenn nicht jetzt schon, 10, 20, 30 Jahre die Konsequenzen
von dem Ganzen. Und dann werden wir, wie gesagt, wahrscheinlich gezwungen sein, minimalistisch zu leben, wenn wir jetzt nicht unseren Kurs ändern. Aber wenn wir unseren Kurs jetzt ändern, dann werden wir ja auch minimalistisch leben, weil wir es dann halt freiwillig tun. Nur das wäre dann ein bisschen angenehmer. Also, ich weiß nicht, da kann ich selber entscheiden, wie ich es mache. Aber wenn dann irgendwie eine Überflutung kommt, dann kann ich es halt nicht entscheiden. Auch den Zeitpunkt nicht und so weiter. Ja, preppen könnt ihr auch machen, aber bringt halt nicht viel. Das bringt euch für ein paar Tage irgendwie was. Aber vor allem brauchen wir irgendwie solidarische Gemeinschaften. Und ich weiß, die Nachbarn sind eh alle scheiße, aber es ist halt schon irgendwie wichtig, zusammenzuarbeiten, weil alleine kriegt man es nicht hin. Und es ist genau das Gleiche jetzt auch in Hinsicht auf was tun, um noch weitere Probleme zu vermeiden. Ja? Ich kann ja so viel recyceln und vegan essen, wie ich will, hat ja fast keinen Einfluss. Die Regierung muss handeln, nicht ich. Ja, aber die Regierung handelt halt nicht. Und du kannst auch nichts machen. Also was, wer macht dann was? Stop being an individual. Also ja, man muss sich halt zusammenschließen. Also es gibt ja schon viele Gruppen. Man muss Druck ausüben auf die Regierung. Ja? Aber es gibt verschiedene Strategien. Man kann unterschiedliche Dinge tun. Es ist nicht eine Strategie die beste. Aber ich glaube, am wichtigsten ist es wirklich, Druck auszuüben auf die Regierung und andere Menschen auch zu inspirieren und zu zeigen, man kann mit weniger glücklich sein, trotzdem glücklich oder sogar noch glücklicher sein. Also minimalistisch leben, wenig Energiebedarf, mehr reparieren, weniger verschwenden und einfach hinterfragen. Die ganzen Dinge, die man kauft und benutzt, was haben die eigentlich für Konsequenzen und was für eine Entstehungsgeschichte haben die und so weiter. Das ist jetzt, finde ich, im Moment relevant und nicht so sehr, dass man den ganzen Tag nur Party macht und dann plötzlich erwacht mit einer Atombombe im Haus. Nee, das war jetzt halt eine komische Überspitzung, ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Aber ja. Komm, wir klettern wieder ein kleines Stück runter. Das war nur ein Ast, das war nur der Ast, auf dem ich sitze, den ich gerade absäge. Jetzt erst recht, wenn du meinen Ast blockierst, dann säge ich den jetzt erst recht ab. Ich glaube, so reagieren manche auf irgendwelche Demonstrationen oder Blockaden oder so. Einfach sagen, jetzt erst recht. Das ist halt einfach Dummheit. Aber man kann so lange sagen, wie man denkt, es schadet nur anderen und einem selbst nicht. Weil ich muss zur Arbeit und die Arbeit ist wichtig. Alter, diese Kirche. Jetzt läutet sie schon wieder. Leute. Okay, also. Long story short. Gesundheit, um die eigene Gesundheit kümmern. Das hat auch den Vorteil, dass man dann, falls man Katastrophen erlebt, ich hoffe es ja weniger für euch, aber ich meine, irgendjemand wird es treffen, wird man resilienter sein. Dann wird man schon mal, wenn man schon früher anfängt, sich mit seinen Emotionen, seiner eigenen Geschichte zu beschäftigen, mit seinen Träumen und so weiter, dann wird man diese Skills später nutzen können oder einfach die Ergebnisse davon. Ausgeglichener zu sein, auch Meditation und so weiter. Ne? Das hat ja alles Vorteile. Aber versucht bitte nicht, die Probleme einfach wegzumeditieren. Zu sagen, ja, wir machen jetzt eine gemeinsame globale Meditation. Das ist die Antje und der Klaus und die Uta und ich. Wir setzen uns jeden Sonntag hin und meditieren. Und das löst halt nicht die Probleme, Leute. Also ihr könnt nicht einfach so tun, als könnte man alles ignorieren und den ganzen Tag sich nur noch auf Positives konzentrieren. Aber es ist halt trotzdem wichtig, positive Sachen auch zu machen. Also seid aktiv und so weiter. Ihr könnt da ja selber Gedanken drüber machen. Aber lasst einfach mal durch den Kopf gehen. Es könnte sein, jetzt erst recht, also für viele Menschen, wie zum Beispiel für mich, war das sowieso schon immer so, dass ich mich gefragt habe, welchen Sinn hat das, so stark in die Zukunft zu planen. Aber jetzt erst recht. Und diese Skills, die man sich aufbaut, auch Solidarität und Beziehungen, die man sich vielleicht aufbaut. Das kann man ja gar nicht, wenn man die ganze Zeit nur arbeitet oder so. Ne? Oder so in Konsumsüchten drin steckt auch, die einen ja auch vereinsamen können und abhängig machen und so.
Auf jeden Fall, diese Skills, die kann man dann ja nicht nur für sich in der Zukunft gebrauchen oder für sich in der Gegenwart, sondern eben auch für andere Menschen, die dann in Zukunft vielleicht noch nicht so weit sind, aber die es dann vielleicht trotzdem verdient haben. Ich weiß nicht, vielleicht, dass man ihnen beistehen kann. Ja, also ich weiß ja auch nicht, wie die Zukunft wird. Aber das sind so meine Gedanken dazu. Und deswegen kann ich jetzt nicht weitermachen mit der Klartraumforschung. Und deswegen arbeite ich so wenig, wie es geht. Und deswegen versuche ich, aktiv zu sein. Es gibt verschiedene Gruppen, Fridays for Future oder die ganzen For Future Gruppen. Es gibt Leute, die sich an die Straßen kleben. Kann man von halten, was man will, ist halt auch illegal und so. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann Vorträge halten, man kann einfach auch im Unternehmen, wo man arbeitet, Dinge anstoßen, ja, sagen, komm, lass uns das mal irgendwie nachhaltiger gestalten oder vielleicht auch resilienter. Da gibt es zum Beispiel Employees for Future, die haben einige Vorschläge gemacht, was man da tun kann. Ich verlinke euch vielleicht mal was. Und neben dem Aktivismus halt auch auf konzentrative Sachen positivieren. Zum Beispiel Kreativität, Meditieren, Gefühle, Beziehungen. Okay? Alles gut. Dann kommt doch in mein Forum. Wenn ihr meiner Meinung seid, kommt doch in mein Forum. Bitte. Das wäre doch cool. Dann können wir zusammen über das Ende der Welt reden, können ein bisschen Kunst machen und weiß ich nicht, was wollt ihr noch? Träumen? Alles dabei. Also, muss nicht nur negativ sein. Aber muss auch nicht nur positiv sein. So, jetzt haben wir Ruhe. Das ist das Ende. So endet es. Es ist an euch und an mir zu entscheiden, wie soll es enden.